Was für ein Wetter. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Minecraft Survivables. Draußen das Wetter. Hoi, das ist nicht so ganz ohne. Aber, hi und willkommen in unserem Lager. Ich habe schon mal jetzt erfolgreich alles Mögliche umgezogen, sodass wir jetzt hoffentlich alles hier haben. Seien es die Erze, sei es Sand, Dirt und sonstige Sachen. Ich habe auch vieles schon in Schalkerboxen ein wenig untergebracht. Habe auch noch ein paar Schalkerboxen übrig. Wir können übrigens noch 32 weitere machen. Also wir haben erstmal keine Sorge von Schalkerboxen. Und wir haben das End gerade mal angefangen zu erkunden, wenn wir richtig sind. Wir können auch in die komplett entgegengesetzte Richtung gehen. Ach, wir haben noch so viele Schalkerboxen. Und das werden niemals Probleme haben. Nun gut, das heißt, ich werde sehr vieles dann ein bisschen zusammenstecken, wenn wir noch von irgendwas haben. Werde ich das immer mal zusammenstecken, dass ich praktisch damit in die Kisten füllen kann. Ja, wie gesagt, ich habe soweit alles aufgebaut, habe hier auch schon mal ein paar Fackeln gecraftet, einfach nur, dass ich ein bisschen was habe. Und ja. Der Regen nervt mich ein bisschen. Aber sobald der Regen weg ist, fangen wir heute mal an mit Terraformen. Ich will hinten gerne das Gebiet fertig kriegen. Das heißt, dass wir es terraformen, dass wir ein Feld drauf klatschen, dass wir die Kante bauen, dass wir wirklich das Ding dort hinten schön bauen und im Endeffekt vorbereiten für die Mühle. Was wir danach machen, muss ich mal schauen. Erstmal terraformen, vielleicht machen wir hier hinten noch irgendwie weiter. Aber ja. Erstmal warte ich den Regen ab. Ich gehe hier runter, da ist es nicht ganz so laut mit Regen. Ah, hier ist immer schön. Ich mag das hier. So der Regen so ein bisschen prasselt, wenn man hier so steht. Man hört einfach den Regen irgendwo oben prasseln auf dem Dach. Das ist immer das Schönste. Nun gut, so. Aber egal. Auf geht's. Wir terraformen. Und dann gucken wir mal, dass wir heute ein bisschen was schaffen. Nun denn. Auf geht's. Auch wenn es nicht ganz so viel jetzt geterraformt war. Ich bin trotzdem froh über jedes bisschen, was ich irgendwie schaffe. Und ich bin auch froh, dass wir das soweit schon mal geschafft haben. Ich finde, es sieht schon mal echt schick aus. Wir haben im Endeffekt hier diesen Berg ordentlich abgetragen. Das da hinten muss noch weg. Das wird wahrscheinlich dann hier irgendwie nochmal schräg rübergehen. Und hier das Ding wird abgetragen und flacher gemacht wahrscheinlich. Das ist jedenfalls so ein bisschen der Plan. Genauso, dass das weg soll und auch ein bisschen flacher soll und dann praktisch da ein bisschen der Wald drüber hängt. Das ist erstmal relativ egal. Jedenfalls haben wir jetzt erstmal diese ganze Fläche. Wie gesagt, ich bin relativ froh, weil es sieht jetzt schon mal danach aus, was ich gerne haben möchte. Das heißt, wir haben hier praktisch das alles schön flach, es geht alles schön rüber und wir können dann in aller Ruhe hier sagen, okay, wir bauen dann hier einmal komplett Feld nach unten, weil hier so nochmal ein riesengroßes Feld hin, was im Endeffekt sich bis ungefähr hier strecken wird, mindestens. Vielleicht baue ich nochmal ein anderes davor, aber erstmal auf jeden Fall ungefähr bis hier. Ich habe auch unsere alte Base erstmal noch halbwegs stehen lassen, auch wenn sie leer ist, stehen noch zwei Kisten da, der eine ist die Enderkiste, die andere ist meine Wollkiste. Und ansonsten halt hin der Enchanting-Raum mit den ganzen Büchern, mit den Tools und so weiter. Das ist halt noch nicht. Das würde ich gerne dann verschieben, wenn wir wirklich eine Stadt am Ende, eigentlich nicht Stadt, ein Dorf am Ende haben, wo wir wirklich einen Schmied haben. Da würde ich gerne dann in den Kisten und in der Umgebung vom Schmied würde ich dann gerne das ganze Zeug unterbringen. Ja, aber erstmal, genau.
Wir haben es erstmal per Luke. Kommt natürlich irgendwann weg, aber erstmal. Es ist noch zugänglich. Ich konnte mich noch nicht ganz davon trennen. Wir haben auf jeden Fall ordentlich Gras. Wir haben ordentlich Dirt, obwohl ich auch schon wieder einen Haufen weggepflanzt habe. Ich habe auch extra noch gesagt gehabt, ich lasse hier hinten mal die Stelle noch offen, weil ich will eh nach hier hinten ausbauen und werde wahrscheinlich hier unten drunter das auch wieder komplett abtragen. Ihr seht ja, was sich gelohnt hat, ne? Also hier vorne sieht man ja auch, wie hoch einfach nur der Dirt eigentlich ist, dass ich den ohne weiteres abtragen kann. Und ja, theoretisch sind hier unten noch ein paar Erze, die könnten wir auch noch mit rausfriemeln. Wir können auch sogar, hier hinten glaube ich irgendwo war das, oder nee, ich habe es zugebaut. Nee, man kommt nicht mehr lang. Früher kann man nämlich hier theoretisch. Man kann nämlich hier theoretisch einmal rüberlaufen, dann sind wir hier unter der anderen kleinen ersten Fläche. Die kleine winzige erste Fläche. Nun gut, ja. Ha, Terraforming ist schön. Nun gut, ich habe mir auf jeden Fall jetzt erstmal überlegt, was wir praktisch erstmal heute noch machen werden. Und zwar, wir werden erstmal anfangen und hier wirklich dieses Feld noch ein bisschen bauen. Es wird nicht komplett bis zum Fluss gehen. Ich werde es wahrscheinlich wie das Feld halten und erstmal ein ganzes Stück vom Fluss weg, um praktisch noch am Fluss mir Sachen zu überlegen, was ich gerne haben möchte. Sollten praktisch hier hinten irgendwie so lang gehen. Und was ich auch noch gerne machen würde, und das machen wir jetzt mal ganz kurz zusammen, das ist die Wegplanung. Denn ich habe... wir haben ein kleines Problem. Das ist mir hier bei dem Feld schon aufgefallen und wahrscheinlich werde ich hier nochmal einen Weg reinmachen. Also hier die Rosen ein bisschen wegnehmen und hier nochmal einen Weg machen, dass wir irgendwie runter zu diesem Feld nochmal kommen. Denn es ist relativ schwer zugänglich. Wir kommen zwar von der Seite hier halbwegs gut ran, aber auch nicht zu gut. Auf der anderen Seite ist halt der Fluss, nicht der Fluss, der kleine Bach. Durch den kann man natürlich ohne weiteres warten, aber ja. Muss nicht unbedingt sein, ne? Wenn wir die Möglichkeit haben, dann sollen wir auch einen schönen Zugang haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen hier auf der Seite, gehen wir praktisch hier mit dem Weg lang. Der Weg wird hier einmal lang führen und wahrscheinlich werde ich dafür sogar hier das nochmal ein bisschen abtragen, doch. Auch wenn ich es anfangs nicht wollte. Aber nun gut. Und dann gehen wir praktisch hier einmal lang. Erstmal so ein bisschen angedeutet, das ganze Ding. Das hier soll ein bisschen steiler werden, also hier will ich gerne mit Steinen so ein bisschen hochbauen, so ähnlich wie wir es hier drüben gemacht haben, nur nicht ganz so extrem, also ein bisschen flacher nach oben, aber trotzdem halt schön, dass es, ja, dass da ein bisschen mehr dahinter ist und nicht einfach nur so eine Dirtfläche, die nach oben geht, sondern dass wir ein bisschen Erhöhung machen. Das wird sich dann praktisch hier so ein bisschen ziehen und hier dran vorbei geht dann der Weg. So, der Weg wird dann ungefähr bis nach hier hinten gehen. Weil, wie gesagt, hier ist ein Feld und dann würde er hier irgendwie wieder zurückgehen. Dann ist noch die Frage, ich würde gerne hier unten dieses Abteil sage ich, es klingt doof. Ich werde hier oben, wie gesagt, dieses Ding mit Stein ein wenig steiler machen. Das wird hier einmal hier so rumgehen, ungefähr, bis nach hier. Und nach da hinten abflachen. Dadurch habe ich hier eine natürliche Grenze und hier auf der anderen Seite möchte ich gerne eine nicht natürliche Grenze bauen. Das heißt, wir werden hier noch eine kleine Mauer bauen, welche praktisch sich hier an diesem Weg entlang schlendern wird. Keine Ahnung, wie man das sagt. Und einfach nur diesen Weg so ein bisschen abtrennt, weil dieser Weg soll nicht von außen unbedingt zugänglich sein. Da ist auf der einen Seite eine Mauer, auf der anderen Seite ist der Weg und direkt daneben ist dann das Feld. So, dass wir hier wirklich eine Steinmauer haben, dann haben wir Weg, der hier irgendwie so, ne, geht hier irgendwie lang. Weiß noch nicht genau, wo er alles hinführen wird. Wahrscheinlich wird er einfach nur ein bisschen ums Feld drumherum führen und das war's. Also nicht zu viel, der wird wahrscheinlich wirklich da irgendwie enden. Und dann, wie gesagt, hier ist eine Mauer drumherum. Hier ist noch ein kleiner Zaun auf der anderen Seite, der einfach nur ein bisschen nochmal eine kleine Abgrenzung ist zum Feld. Und ansonsten machen wir hier den Rest innen drinne komplett zu einem Feld. Das ist jedenfalls der Plan. Ja. Dafür habe ich noch ein bisschen was zu tun, vor allem muss ich ein bisschen noch Zeug sammeln. Und dafür nehme ich mal die Spitzhacke, weil die hat Fortune 3. Da kriege ich noch ein bisschen mehr raus. Ja, ich werde nämlich jetzt mal ein bisschen Seeds sammeln gehen und werde dafür mal hier hinten dieses eine Feld komplett abernten. In der Hoffnung, dass sich was irgendwie lohnt und ich dann genug habe, um das hier zu machen, was ich davor habe. Vielleicht wird der Weg auch nicht ganz so weit gehen, vielleicht geht er auch hier schon eher rum. Unter Umständen, mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall
nur mal, dass ihr Bescheid wisst, also hier geht, wie gesagt, dieser Weg lang und der Weg wird auch zur anderen Seite, das kann ich nochmal ganz kurz machen, der Weg wird hier sich abgrenzen und wird auch hier so ein bisschen nochmal zum Fluss gehen, um wirklich diesen, dieses Feld einzufangen. Und hier dazwischen werden wir auch ein kleines bisschen noch Weizen haben und noch ein bisschen Grünzeug, einfach nur um das Ganze ein bisschen abzurunden. Ja, und vielleicht, weil es schon ein ziemlich großes Feld ist, vielleicht haben wir nochmal einen kleinen Trampelpfad dann einmal hier quer durch, dass ich das hier irgendwie nochmal, ne? Einmal so ein bisschen, muss ja nicht breit sein, aber einfach ein bisschen irgendwie Weg. Nun gut, dann würde ich sagen, ich mache mich ran an den Speck und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Auf geht's. Bin ich froh. Es sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also, es muss natürlich alles noch ein bisschen wachsen und wir sind jetzt hier auch mittlerweile an unserem alten, an unserer alten Base dran. Ich muss den Eingang unbedingt versetzen. Das geht so nicht. Der Eingang muss irgendwo anders hin. Hier kommt Feld hin. Ja, aber wir haben ein ganz schönes Stück geschafft. Ich habe zum einen hier außen einmal so ein bisschen diese Erhöhung gebaut, was ich schon gesagt habe. Das hier ein bisschen auslaufen lassen nochmal. Und ansonsten haben wir jetzt hier praktisch die Erhöhung. Es geht ein paar Blöcke runter und dann ist hier unten nochmal eine gerade Fläche, die dann flacher nach unten geht. Ich finde es ganz schick. Passt in die Landschaft relativ schön. Ich habe hier auf der Seite noch keine Begrünung gemacht. Das müssen wir mal noch irgendwann machen. Ich muss nur ehrlich sagen, ich habe heute von Grünzeug erstmal genug. So, ich habe aber, was ich schon mal gemacht habe, wenigstens das Grünzeug am Rand hier platziert von dem Feld. Also praktisch alles, was hier an diesem kleinen Mittelweg ist, was an den Seitenwegen ist und so weiter. Den Mittelweg hatte ich gebaut gehabt, einfach nur, ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Ich weiß es, ich habe keinen Überblick mehr. Im Endeffekt, dass sie praktisch mit dem Wagen hier runterfahren können, auch um direkt hier unten einzuladen, dass sie praktisch nicht immer irgendwie das Zeug schleppen müssen, einmal quer über das ganze Feld oder so, sondern dass sie wirklich noch einen dedizierten Weg dafür haben, um noch ein bisschen weiter in die Felder reinzukommen. Genau, ansonsten geht hier dieser Weg hoch. Hier flacht es dann auch ein bisschen aus, dieser steinige Boden wird so ein bisschen eins. Ich habe auch aber einfach mal so ein bisschen hier so ein bisschen Stein reingesetzt, auch hier vorne. Habe ich einfach mal so ein bisschen, als wäre hier nochmal so ein bisschen irgendwie größere Steinchen, die hier nochmal rumliegen, auch mal zwischendrin ein Stein. Ja, ich finde, es passt relativ gut. Jetzt muss, wie gesagt, es wirkt dann hoffentlich alles. Also ob ich genug Gras platziert habe, um das Ganze aufzulockern, hier will ich eigentlich sogar immer noch mal ein bisschen Gras irgendwo zwischenzeitlich platzieren, weil es ist sehr, sehr weizenlastig, was ich nicht gerade mag. Das alles so, also was heißt weizenlastig, so gelb. Ich finde, hier bei dem anderen Feld haben wir es wesentlich besser gemacht schon. Es ist auch noch sehr, sehr weizenlastig, aber es hat... Warum ist das eine Ding noch nicht gewachsen? Okay, egal. Ich kann mal... Moment. Ich fliege einfach mal kurz hoch, da kann ich es am besten zeigen. Es hat halt so ein paar Lücken drin. Eigentlich, nee, das Feld ist sogar eigentlich schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Okay. Nun gut. Auf jeden Fall, wir haben ein ordentliches Feld jetzt erstmal. Hier oben muss dann auch noch Feld hin. Aber wir haben jetzt erstmal das hier unten fertig. Ich bin halbwegs glücklich damit. Ich habe auch hier nochmal einen kleinen Platz gemacht, wo man praktisch auch nochmal runter kann. Vielleicht zum Wagen abstellen, ich habe keine Ahnung.
Ich wollte einfach nur mal irgendwo einen Platz machen und nicht alles mit Feld zu klatschen. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe auch hier am Fluss die Begrünung jetzt nochmal fertig gemacht. Hier unten habe ich mal ein bisschen weniger gemacht. Habe ich einfach mal so ein bisschen kleinen Platz gelassen, wo es nicht ganz so viel wächst. Wo es ein bisschen dreckiger ist. Ja, und wie gesagt, hier unten müssen wir ja eh noch das Flussufer machen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das gestalten will. Ob ich dann weglang machen will, ob ich einfach nur Gras machen will. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, wie ich das machen will. Ja, auch hier auf der Seite haben wir auch noch was zu tun. Wir haben noch ein, zwei Sachen zu tun. Was ich auch noch nicht gemacht habe, das ist was, das werde ich machen, sobald das Weizen dann alles groß ist, sind Zäune platzieren. Ich würde hier gerne an den Wegrand noch ein bisschen Zäune platzieren, vor allem an solche Stellen, wo man vielleicht runterfallen kann oder so. Will ich aber gerne erst machen, wenn ich, wenn das ganze Weizen fertig ist und ich soweit mit dem Feld zufrieden bin, dass ich dann praktisch die Zäune entsprechend hier nochmal ein bisschen platziere. Weil im Moment ist es sehr, sehr offen, was mir nicht ganz so gefällt. Eine kleine Abgrenzung wäre noch schön. Gut, ja. So viel dazu. Jetzt sind wir in der Folge schon relativ weit fortgeschritten. Ich würde noch eine Sache probieren. Und das ist die Brücke. Die würde ich gerne noch bauen. Einfach nur, damit wir endlich mal hier auf die andere Seite kommen. Die Brücke wird eh nicht ganz so spektakulär, von daher sollte das kein Problem sein, hoffe ich mal. Wir haben übrigens mittlerweile einen Haufen Schalkerboxen hier stehen. Das sind die ganzen Erd und Gras und das sind meine ganzen Bau. Also übrigens, was ich noch erzählen wollte, stimmt. Dieses Feld, ne? Diese Schalkerbox war voll mit Seeds. Also, es ist nicht so viel gewesen, wie ich gedacht habe anfangs, aber wir haben trotzdem über eine halbe Schalkerbox gebraucht, um das hier zu machen. Wir sind noch nicht fertig, weil hier hinten dieses Gebiet muss alles noch mit Weizen voll. Also, ich hätte mal geschätzt, die drei Dinger kommen auf jeden Fall noch weg. Also ja, zwei Drittel Schalkerbox. Es ist ordentlich. Nun gut, so. Ich würde sagen, ich bereite kurz die Brücke vor und dann sehen wir uns gleich wieder, bauen die Brücke zusammen schnell und ja, dann war es das sogar schon für die Folge. Von daher, ja. Okay, so, na dann wollen wir mal. Also, ich habe mir für diese Brücke Folgendes überlegt. Ich will die Brücke gerne relativ flach machen, sodass wir wirklich gar nicht zu sehr nach oben gehen müssen, um über diese Brücke zu kommen, weil das wäre auch ein bisschen unschön, fände ich jetzt, wenn wir jetzt hier irgendwie nochmal einen ganzen Block nach oben gehen, nur um hier rüber zu kommen über diesen Fluss, der eigentlich nicht unbedingt, das ist ja kein Fluss, das ist ein kleines Bächlein. Und natürlich wird es gerade dunkel. Ach, verdammt. Okay. Deswegen, die Brücke soll halt dementsprechend, sie soll sehr massiv sein, weil es fließt ja nur ein kleines Bächlein runter durch, aber gleichzeitig soll sie halt nicht hochgehen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich maximal einen halben Block nach oben gehen, ist meine Hoffnung. Ich hoffe, das wird auch so klappen. Und ja, wir werden es auch wieder mit Bricks bauen, einfach nur, weil Bricks sind ein bisschen schöner für sowas. So, und ich würde sagen, wir gehen die Sache mal gleich so an, wie ich das denke. Und zwar würde ich sagen, hier an die Seiten fangen wir gleich mit so einer Stair an. Und ich würde gerne versuchen, das vielleicht so zu machen, dass dieser Bach hier drunter ohne weiteres durchpasst. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich, das habe ich jetzt nicht hier. Moment, habe ich das da? Das habe ich da. Moment, habe ich das nicht irgendwo? Da! Okay, eine habe ich. Okay, ich dachte, ich habe mehr. Ach, verdammt. Okay, wir gucken trotzdem mal, wie es aussieht. Ich wollte nämlich mal gucken, wie es aussieht, wenn ich da eine Iron Trapdoor hin mache. Die könnte unter Umständen zu weiß sein. Wir werden mal schauen. Das geht. Wir gucken uns das mal an. Wenn ich jetzt hier sowas mache. Es könnte gehen. Dann brauche ich aber noch ein. Ja. Ach Mensch. Okay. Nein, die Tür ist zu. Oh. Oh. Gut. So. Eisen. Okay, nehmen wir mal 6 Eisen mit. Und machen wir mal schnell. Nee, 4 brauchte ich nur. Stimmt, ich brauchte nur 4. Okay, gut, dann können wir nicht die beiden Seiten wenigstens machen. Aua. So. Na, okay. Gut. So. Also zack. Und dann würde ich das hier wahrscheinlich genauso machen wollen, dass wir hier auch so ein bisschen das Ding schräg machen. Auch wenn hier das Ding eigentlich doof steht. Mach ich es mal so rum. Dann passt das besser. Okay,
Und dann hätten wir das praktisch als Brücke. Die ist dann so ein bisschen schräg, was ich auch gar nicht schlecht finde, weil gerade Brücken sind langweilig. Und dann brauchen wir ein paar Bricks zur Abgrenzung vom Ganzen. Ich würde sagen, wir machen das so. Ich will nicht überall die Stairs im Endeffekt reinbauen. Das heißt, die werde ich nur an Anfang bauen und werde dann hier diese Zwischendinger noch so ein bisschen abrunden. So dass es nicht ganz so doof vielleicht aussieht. Und dann haben wir das so. Oder mache ich hier auch eine Stair hin? Nee, das ist zu viel, ist gut. Nee, das machen wir nicht. Okay, wir lassen das so. Genau. Jetzt haben wir das so und wir haben hier an den Schrägen haben wir die Dinger. Beziehungsweise könnte ich auch sagen. Nee, wir machen das nach. Das ist besser. Kann das nicht weg. Gut. Okay. Dann theoretisch würde ich die Brücke noch einen weitersetzen wollen. Und würde dann hier in der Mitte auf den vollen Block gehen, glaube ich. Dann können wir nämlich, hoffentlich, das ganze Ding am Ende so gestalten, dass wir hier schöner mit Slabs und so weiter arbeiten können. Ich habe dafür schon mal einen Haufen Slabs geholt. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie wir das hinkriegen, weil das wird eine Steinbrücke. Das heißt, wir werden da ein bisschen mehr zu tun haben, das ganze Ding irgendwie schön zu machen. Und ich würde sagen, ich platziere hier nochmal ein kleines bisschen Weg. Einfach nur, um schon mal halbwegs ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ganze Ding am Ende aussieht. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, in der Mitte haben wir hier einmal sowas. Ich hoffe, das sieht halbwegs gut aus am Ende. Ich bin mir noch relativ unsicher. Weil eine jetzt komme ich nicht auf den Namen. Holzbrücken sind natürlich wesentlich schöner als Steinbrücken. Denn die kann man wesentlich besser ausdesignen. Weil da hat man mit Trapdoors, kann man schöne flache Anstiege machen, so wie wir es im Endeffekt ganz da hinten bei unserer Brücke über dieses Ding da gebaut haben. Aber es muss auch ohne gehen irgendwie. Okay, wir machen erstmal, ich lasse jetzt erstmal die Seiten Bricks, das werden wir dann später nochmal ein bisschen ausbalancieren, dass es nicht alles Bricks sind. Und vielleicht so, dann gehen wir hier rüber. Mir fehlen Gravel Slabs. Also ich muss ehrlich sagen, das ist so eins der Sachen, die mir in Minecraft so extrem fehlen. Einfach nur eine Gravel Slab. Mehr will ich gar nicht. Jetzt habe ich keiner. Der ist mehr. Okay. So, okay. Ginge das soweit? Ich glaube ja. Ich würde trotzdem eigentlich. Ich will mehr Höhenunterschiede reinhauen. Das kriege ich nicht hin. Wir können keine Trapdoors oder irgendwas in der Form haben. Wir können auch keinen Layer machen. Wir können maximal so ein paar Pressure Plates platzieren. Also mir gefällt das von der Höhe. Ich will nicht höher gehen. Wahrscheinlich ziehe ich das sogar noch ein Stück raus. Mal ein, zwei Blöcke vor. Okay. Ich würde trotzdem versuchen wollen, ob wir irgendwie es hinbekommen, dass ich das Ding ein bisschen unförmiger machen kann. Dass wir hier vielleicht irgendwie nochmal ein Gravel drinne stecken haben. Einfach nur um diese. Ach nee, durch den geringen Höhenunterschied macht das keinen Sinn. Nee. Höhenunterschied ist zu gering. Ich könnte höchstens erstmal nochmal darüber nachdenken, ob ich das nochmal ein bisschen weiter rausziehe, die Brücke nochmal länger mache. Oder vielleicht sogar so mache. Es ist alles immer ein riesen Probierprozess in Minecraft. Und jetzt haben wir hier oben drauf theoretisch sogar die Möglichkeit, ein Fenster zu platzieren, wenn wir wollten. Was ich aber nicht glaube. Ich glaube eher, wir machen das so, dass wir hier an den Enden dann. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal kurz probieren, wie wir das hier irgendwie hinbekommen. So, hier der Zaun, wenn der wegkommt, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann sehe das so aus. Wir machen natürlich noch ein bisschen Textur und so weiter dann rein,
aber erstmal so vom Groben her. Ist halt. Geht das? Oh Mann, okay. Ich glaube, das geht so. Wir müssen natürlich, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Details reinbringen, was wir relativ einfach machen können, zum Beispiel durch das Ersetzen von manchen Blöcken mit einer Stair. Zum Beispiel so. Ist nur die Frage, ob das vielleicht zu viel des Guten ist. Ich glaube ja. Ist das dahin? Nee, das kommt hier an die Seiten. Das kommt hier so an die Seiten ran. Dann haben wir hier so ein bisschen. Oh, dann kann ich nämlich auch hier sagen. Statt dem Ding hier machen wir auch nochmal so ein Ding hin. Gib, danke. Und machen das gleich nochmal hier auf der Seite. So, okay, da haben wir gleich nochmal ein bisschen Tiefe drin. Gut, und jetzt können wir im Endeffekt anfangen, das ganze Ding nochmal ein bisschen Mozzy zu machen. Also mit ein bisschen Mozzy Cobble, mit ein bisschen Mozzy Bricks. Einfach nur, um das ganze Ding so ein bisschen mehr in die Richtung zu bringen, dass es aussieht, als stünde es hier halt wirklich in einem Bach drinne und wäre ein bisschen auch in Benutzung. Und hier unten würde ich sogar sagen, ich platziere noch ein paar Slabs. Einfach, weil sie das Ganze hoffentlich so abrunden, dass man zum einen hier gerade so durch kann. Mir fehlt noch eine Slab. Habe ich noch eine? Ja gut, ich will es eben ein bisschen auch mit Stone-Variation machen, von daher geht das. Jetzt ist noch die Frage, ob ich hier Trapdoors reinsetzen möchte. Eigentlich nicht. Ja, okay, gut. Machen wir hier mal einfach mal ab und zu nochmal ein kleines bisschen Stone hin. Okay, die kriege ich nicht wieder. Gut, ist egal. Wir können ohne sie leben. Hier muss aber noch Brick auf jeden Fall hin. Oder muss? Eigentlich muss nicht. Es muss nichts. Aber hier kann es der erstmal hin noch. Das Ganze mal ein bisschen runder zu machen. Und dann würde ich trotzdem würde ich zu Brick machen. Einfach nur, um es so ein bisschen aussehen zu lassen, als wäre der Wille da. Und dann machen wir das ganze Ding auch mal zu einem Mozzy. So, hier auch mal ein bisschen Mozzy. Und hier können wir auch mal ein bisschen Mozzy dran platzieren. Wunderbar. Okay. Ich habe auch noch die Dinger. Da wollte ich auch mal gucken. Vielleicht sind die sogar gar nicht so doof hier drauf. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, die hier oben zu platzieren. Mhm. Das gefällt mir. Das ist sehr schön. Und dann können wir hier vielleicht nochmal sagen, dass wir einfach nochmal so eine Stair, die nach innen gerichtet ist. Oh, diese Brücke wird schöner, als ich gedacht habe. So, okay, gut. Schnell ins Bettchen. Dann machen wir noch ein bisschen die kleinen Details da dran noch. Okay. Ja, wird doch schöner, als ich gedacht habe. So, ich muss das Zeug erst braten. Habe ich. Frage ist jetzt, habe ich irgendwie Sticks? Ich kann Sticks machen. Das kann ich tun. Sticks. So. Okay. Zäune brauche ich erstmal nicht. Trapdoors brauche ich auch eigentlich erstmal nicht. Nö. Ich könnte höchstens. Okay, eine Sache probiere ich noch kurz. Wie das aussieht. Wenn ich hier unten Trapdoors reinsetze. Holz-Trapdoors. Ich glaube, das geht sogar. Es ist so ein bisschen holzig dann hier unten. Aber mit der Seite passt das eigentlich relativ gut, glaube ich. So, und dann machen wir hier mal ein bisschen das ganze Ding mit Variation. Das heißt, wir haben mal, vielleicht nicht an der Seite, aber an der Seite. So ein bisschen Endeside-Stairs, Stone-Stairs und all sowas. Einfach, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Dass nicht alles so aussieht, als wäre es wie aus dem Ei gepellt hier. Genau. So, und dann würde ich sagen, können auch mal versuchen, einen Cobblestone reinzubringen. Ah, der ist zu destruktiv in der Textur. Endeside? Stone? Vielleicht verarbeite ich sogar nur mit Brick an der Stelle. Ich glaube ja. Oh nein, jetzt krabbelt meine Nase wieder. Oh nein. Ich hoffe, ich muss keinen Isar-Fall kriegen. Ah, das wäre jetzt nicht so toll.
Ich komme schon wieder eine ganze Weile ohne Niesanfall auf und ich möchte gern, dass es so bleibt. So, kann ich eigentlich aus dem Crack... Nee, kann ich da nichts machen. Okay. Ah, meine Nase. So, achso, hier wollte ich noch... Da muss noch das Ding hin. Zack. Nein. Nein. Das da. So. Okay. Damit sollte das dann eigentlich relativ schick hoffentlich aussehen. Bin jetzt noch überlegen. Wir könnten noch versuchen... Oh, nee. So. Nee, eindämmen würde ich es nicht. Nee. Okay. Gut. Weiß nicht, was da war. Ich glaube, wir hatten Koppeldings. Sieht, glaube ich, besser aus von der Textur her. Ja. Gut. Sonst nur irgendwas. Also wie gesagt, ich gehe jetzt hier noch ein bisschen durch. Mache noch mal ein bisschen Cracked Stone Brick rein. Und dann ist das Ding eigentlich, glaube ich, soweit auch fertig. Muss ich Koppel rein. Man kann die Sachen halt so schön kombinieren. Also ich finde Bricks und Cobblestone kann man relativ gut kombinieren. Andere Sachen nicht ganz so. So. Okay. Mhm. Und jetzt machen wir nochmal Mozzie nochmal hier vielleicht irgendwo unten hin. Oder? Ich will es auch nicht übertreiben gerade. Nein! Ich mache Feld kaputt. Ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Bei mir geht gerade alles im Kopf. Links und rechts, Kreuz und Quer. Okay, ich würde hier den einen nochmal zu einem Mozzy machen. Das heißt, ich mache nochmal einen Mozzy Stair. Und dann knalle ich mal kurz ein bisschen was weg. Einmal hier das da weg. Und dann haben wir ein bisschen Dirt, den kann ich auch so wegtun. Und dann brauche ich leider meine Hoe nochmal. Okay. So. Zack. Und zack. Und zack. Es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen schnüffel. Wie gesagt, die Allergie schlägt gerade wieder ein bisschen mehr zu. Was ich selber nicht so schön finde. Okay. Vielleicht machen wir hier einfach nochmal sowas. Wir können auch hier dazwischen einfach mal meine Stones der oder sowas packen. Hat natürlich eigentlich den Vorteil, dass wir auch von oben theoretisch das ganze Ding auch an den Stellen dann aufbrechen könnten, wo wir diese entsprechenden Stairs haben. Hier habe ich sie. Die entsprechenden Stairs haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise einen Gravel würde ich nicht nehmen, einen Stone platziere, kann ich das ganze Ding auch nochmal ein bisschen nach hinten dämmen. Dann ist hier gerade, was richtig scheiße aussieht. Nee, auch nicht. Okay. Gut, ja. Ich glaube, ich lasse dann die Brücke erstmal so. Ich finde sie gar nicht so schlecht geworden jetzt. Ist in dem Stil, den ich gerne haben wollte. Hier müssen wir noch was drunter platzieren. So. Okay. Die Seite muss ich noch ein bisschen vorziehen. Das mache ich dann aber offscreen, denke ich. Ansonsten bin ich halbwegs zufrieden, vielleicht maximal noch ein bisschen mehr kaputtes Zeug platziert oder sowas, einfach um das ganze Ding ein bisschen abzurunden. Ansonsten, ja, würde ich nämlich erstmal sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Mhm. Denn es ist wieder soweit. Die Folge ist zu Ende. Es tut mir leid, aber es ist soweit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Okay, ich muss aufhören, ich gerate schon wieder in Wegräumlaune. Gut, so. Gut, das war der letzte. Ja, wir haben eine kleine Brücke jetzt schon mal hier drinnen platziert. Wir haben noch ein bisschen zu tun an den Rändern. Also wie gesagt, ich ziehe das nochmal ein bisschen vor. Hier wahrscheinlich ein, zwei Blöcke, sodass es hier ist. Einfach nur, damit die Brücke nicht sofort beginnt. Das ist das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt. Aber wenn ich es bis hierhin vorziehe, sollte es eigentlich gehen. Nun gut. Ja, ansonsten, wir haben das Feld geschafft. Ich bin relativ froh mit dem, was wir heute geschafft haben. Wir haben viel geterraformt, wir haben einen Haufen Feld gebaut, wir haben diese komplette Seite hier fertig gebaut. Wir haben eine Brücke gebaut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist diese Seite mit Feld und die Windmühle. Dann haben wir auch praktisch hier
in diese Richtung noch mal ein bisschen mehr, was wir auch ablaufen können, weil im Moment endet das hier und dann, wenn wir hier zur Seite gehen, haben wir noch was Fertiges. Aber ja. Nun gut, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und ciao.